zusammen, heute soll es mal wieder ein Do-it-yourself geben und zwar geht es um diese hübschen Holzfotos bzw. darum, Fotos überhaupt erstmal auf Holz zu bekommen. Das ist nämlich eigentlich total einfach, es birgt einige Tücken, also ich habe einen großen Lerneffekt aus dem Experiment gezogen, aber das Ergebnis ist, wie ich finde, sehr schön und ich werde das auch auf jeden Fall wieder machen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Deko-Idee oder auch eine Geschenkidee und ja, man kann auch dieses Medium, mit dem wir heute arbeiten, das nennt sich Fotopatch, an vielen Stellen verwenden. Man kann also auch andere Dinge damit verzieren, Holzmöbel oder auf Stein oder keine Ahnung. Also man kann damit ganz viel machen. Heute geht es, wie gesagt, um diese quadratischen Fotos. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet, in welchem Format und welcher Größe, wie auch immer. Ich habe mir mein Holz im Baumarkt zuschneiden lassen, also bin da einfach hin, habe mir so ein langes Holzbrett geholt und habe mir das dann dort vor Ort in quadratische Stücke schneiden lassen. Das ging super und hat, glaube ich, noch nicht mal was gekostet. Also es war ganz einfach und toll. Und das Ergebnis seht ihr nun hier. Und jetzt starten wir mit dem Basteln und dem Do-it-yourself. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Video. Und falls ihr sowas auch schon mal gemacht habt, postet mir doch mal auf Facebook eure Ergebnisse. Das würde mich sehr interessieren, weil ich glaube, die variieren ganz stark, je nach Untergrund und welcher Drucker und welches Papier etc. Kommen wir zu den Zutaten. Was ihr braucht, ist Fotopatch, das bekommt ihr im Bastelzubehörladen oder online. Dann natürlich einen Pinsel. Es geht auch ein Schwamm, aber ich mache es gerne mit dem Pinsel. Und zusätzlich aber trotzdem einen Schwamm. Und dann natürlich die zugeschnittenen Holzstückchen in einem Format eurer Wahl bzw. so wie eure Fotos sind. Ich habe zusätzlich noch eine Unterlage, damit alles schön sauber bleibt. Und dann braucht ihr natürlich die ausgedruckten Fotos. Was die Fotos betrifft, so habe ich festgestellt, dass ich besonders Bilder mit harten Kontrasten, also auch vielen dunklen Flächen und Schatten eignen, also nicht unbedingt so strahlend helle, cremige Bilder. Ich habe einfach mein Foto hier in Photoshop geöffnet und mache mir einen Auswahlrahmen mit dem richtigen Seitenverhältnis. Bei mir sind das 9,5 x 10,1 cm. Den Rahmen ziehe ich auf und schiebe ihn an die richtige Stelle, sodass mir der Ausschnitt gefällt und stelle das Ganze frei. Anschließend verändere ich die Größe so, wie sie dann hinterher auf dem Holz auch sein muss. Dazu schraube ich zuerst mal meine 72 dpi von meinem Instagram-Bild auf 300 hoch und reduziere dann wieder die Größe runter auf mein echtes Format. Damit druckt der Drucker dann genau in der Größe aus, wie ich es hinterher auch verarbeiten möchte, verliert aber nichts oder, naja, wenig an seiner Qualität. Das Ganze könnt ihr dann auf ganz normalem Druckerpapier, also kein besonderes Fotopapier, denn je dünner das Papier, desto besser, desto einfacher löst es sich hinterher auch auf bzw. ab, ausdrucken und da am besten in der optimalsten Qualität, die euer Druckerprogramm hergibt. Ich habe hier auch die lebhaften Farben eingestellt, damit das alles nicht zu schwammig und zu milchig wird. Und dann könnt ihr drucken. Anschließend schneiden wir das Ganze aus. Das geht mit einem Cutter. Ich habe es jetzt mit der Schere gemacht, weil ganz so genau muss das nicht sein. Vieles wird hinterher ohnehin wieder abgerieben oder ausgefranst. Und dann geht's auch schon los. Zuerst bestreichen wir mit dem Pinsel die Holzoberfläche. Und dort nicht zu sparsam sein, ruhig ein bisschen mehr, eine richtig schön gleichmäßige, dicke Schicht. Und dann auch nochmal etwas auf das Foto direkt auftragen, da eine dünne, gleichmäßige Schicht. Dann das Ganze schön gerade auf dem Holz anbringen, von der Mitte her leicht andrücken und dann nach außen hin fest und glatt streichen. Darauf achten, dass keine Bläschen und Huckel und Erhebungen entstehen. Lieber alles ganz, ganz plan streichen, damit die Farbe bzw. das Medium und die Farbe dann auch plan aufliegen und so trocknen können. Es heißt, eine Trocknungszeit von 1,5 Stunden reicht. Ich habe das Ganze nach mehreren Tests über Nacht trocknen lassen, weil mir das Ergebnis nach dem kurzen Trocknungszeitraum nicht besonders gefiel. Schnuff hingegen gefiel dafür sein neues und fast blickdichtes Dach. Nachdem nun alles ordentlich getrocknet ist, braucht ihr eine Schüssel mit Wasser und den kleinen Schwamm. Den Schwamm gut anfeuchten
und die Papieroberfläche richtig gut mit Wasser durchtränken. In meinen ersten Versuchen bin ich dazu sparsam mit dem Wasser umgegangen und dadurch hat der Abrieb des Papiers dafür gesorgt, dass auch viel von der Farbe mit abgerieben wurde, weil alles irgendwie insgesamt zu trocken war und so eine Art Schmirgelpapier ergeben hat, übertrieben ausgedrückt. Ich habe dann schnell festgestellt, je mehr Wasser ich benutze und je besser ich das so ein wenig einsuppen lasse und je eiliger ich in einem Rutsch das Papier abtrage, desto besser wird auch das Ergebnis. Ich kann euch also nur raten, die Oberfläche möglichst nass zu machen. Ich habe ja immer so einen richtigen kleinen See drauf. Und dann wirklich zügig die erste Schicht abzutragen und hinterher mit den Fingerspitzen nur noch Feintuning zu betreiben. Während ich in der Bildmitte immer sehr darauf geachtet habe, möglichst nichts von der Farbe abzuschrubben, gefällt es mir ganz gut, wenn man absichtlich an den Rändern das Ganze so ein bisschen anschranzt, also so einen Shabby-Chic-Look erzeugt, so einen Vintage-Look, also die Kanten ausfransen lässt, da auch mit Absicht was mit abwischt. Das funktioniert bei dunkler Farbe natürlich deutlich besser als bei hellen Stellen, weil man es dort einfach besser sieht. Wie ihr seht, benutze ich immer zuerst den Schwamm und da auch mit der weichen Seite, dann mit dem Finger nacharbeiten und gerade bei den Gesichtern nur ganz zärtlich darüber reiben, damit man nicht doch aus Versehen die Farbe mit abträgt. Nachdem die Papierschicht runter ist, das Ganze so 10 Minuten oder länger trocknen lassen und dann nochmal eine Schicht Fotopatch draufgeben, das versiegelt die Farbe und erzeugt einen matten Glanz. Um die Fotos nun an die Wand anzubringen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich benutze hier dieses Montageband. Das ist extrem fest. Es hält 50 Kilo aus und wer seine Tapeten behalten möchte, sollte das nicht verwenden. Powerstrips gehen wahrscheinlich genauso gut. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich es nicht probiert habe, aber sind natürlich sehr viel leichter ablösbar und ansonsten kann man sich ja auch diese kleinen Klammern hinten dran machen und einen Nagel in die Wand hauen, das geht auch. Ich verwende jetzt das Montageband und verklebe das an zwei Stellen, damit das Holzplättchen nicht schief aufliegt, also damit es im gleichen Abstand oben und unten zur Wand ist. Und ich habe mir dann vorher ausgemessen, wie viele meiner Fotos nebeneinander an die Stelle passen, wo ich eben montieren möchte. Und mir auch überlegt, wie ich sie anordnen möchte. Das war gar nicht so einfach. Ich habe dann auch eine Wasserwaage zur Hilfe genommen und wie gesagt, Montageband ablösen ist nicht wirklich möglich und daher ja, sollte man da genau wissen, wie man das Ganze anordnet, bevor man loslegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht. Also ich habe so insgesamt 3 Tage gedreht bzw. daran herumgebastelt, mir auch schön Zeit gelassen, wollte das auch nicht zu schnell machen und Fehler machen oder irgendwie dann beim Ansetzen an die Wand Fehler machen. An einer Stelle ist es natürlich passiert, zum Beispiel bei diesem hier, das ist etwas locker, weil ich mit dem krassen Montageband, mit dem ich das Ganze angebracht habe, mir da schön die Tapete runtergerissen habe.
vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. Also ihr könnt auch Nägel benutzen. Es gibt ja diese Aufkleber, wo man hinten so ein Häkchen mit ans Bild oder in dem Fall Brett klebt. Vielleicht benutzt ihr lieber das oder Post-its, Powerstrips. Powerstrips, also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut!